Tja, Mario leg dich schon hin. So lange hat es gedauert. Nee, eigentlich nicht so lange. Ich hab nur geguckt, was. Ja, also, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ha, und ich hab das mal richtig gesagt. Ja, in diesem Part werden wir hoffentlich das Koopa Rennen machen. Das Koopa Rennen. Und damit, werden wir hier erstmal failen. Zum Glück kann man nicht aus dieser Welt herausschwimmen. Allgemein ist das ein wenig Kingdom Hearts gerade. Weil da auch so eine Art. Mann! So. Und boy, Katz. Und. Ja, ich springe gerne in Röhren rein. Das ist ja schon. Das ist der Mario, nicht? Also der Koopa ist ganz blöd da hinten. Ich mag ihn nicht. Da hinten ist er da. Genau da ist der Übeltäter. So, hallo. Langes. Du scheinst auch schneller geworden sein. Hast du heimlich geübt oder liegt es an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf. Aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Brücke. Fertig? Ja. Bam 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 bam. Don 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 bam 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 bam. Dun 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 dun. Ah, er ist schneller als ich. Warum ist er schneller als ich? Ah, nein. Oh, Mann. Mario, warum musst du... Ja, ist gut. Das war gut. Na, ich wollte euch nur den Screen zeigen, wenn man verliert. Gut, dann machen wir es jetzt richtig. So, So. In 4 Sternen haben wir es geschafft. Ach, was 96 für eine schöne Zahl ist. Hier Hinweis auf meinen eigenen Kanal. Und außerdem 96 ist eine schöne Zahl, finde ich. Und ich glaube, da kam Pokémon kam da wirklich raus. Also es kam da vorher nur so nebenbei raus. 95. Und ja. Und deswegen fing das damit an und ist schön allgemein. Eine schöne Zahl. Und ich weiß nicht, kam der N64 nicht auch zu der Zeit raus? Weiß ich gerade nicht. Das war ein Fehler. Das hätte nicht sein sollen. So. So. Okay, was war das? Naja. Nein, was soll das? Nein! Was soll das? Ha? Das kann ich unmöglich gewinnen. So. Trete noch einmal gegen den Koopa. Trete noch mal gegen den Koopa, würde besser passen. Okay, so.
So. Plupp. Okay, das wird gut. Oh Mann, meine Nase kribbelt. Nein, böse Nase. So. Ein passender Moment zum Kribbeln. So. Bam, bam, bam. Mario ist es nicht gerade passend, wenn der so umgegampelt ist. Oh, das war schön. Das war sehr schön. Das könnte ich gewinnen. Und wir haben es gewonnen. Darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mich extra in einen Cooper Mach 1 Schuh gekauft. Naja, ich denke auch dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Wo kriegt er den her? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So, und Nummer 97. Here we go. Speichern und weiter. Die löse die 5 ETB-Rätsel. Ich mag diese Rätsel nicht, aber wir müssen sie halt machen. Das ist ein bisschen. Ist hier eins? Nee, hier ist keins. Oder war noch eins? Ich weiß es nicht. Oder war es nur der Pilz? Ich weiß es nicht. Hops. So, rein da. Raus da. Rein da, raus da, rein da. Raus da, rein da. Einfach mal einen Fail übertönen. Mamma mia! Wink! Und ups. Löse 5 ETB-Rätsel. Das fängt alles mal so schön an hier. Let's Play ist echt cool, aber wegen sowas ist es, naja, nicht so lustig für mich. Für euch schon, aber für mich nicht. Okay, aber es basiert auf meiner eigenen Blödheit. So, jetzt habe ich mich selbst fertig gemacht, jetzt bin ich wieder glücklich. So. Wie war das noch, wenn man über sich selbst lachen kann? Ist alles okay. Oh, warum? Ich verstehe das gerade nicht. Warum ich. Das klappte so lange gut. Und jetzt mittlerweile. Ne? Es geht nicht. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Es war perfekt gerade. Das war super. Hätte ich gerne öfters so, Mario. Gib mir ein Mario. Hau mich der kleine, verdammte Mini Cooper darunter. Was soll das? Rage Mode an. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger. Nein.
böse, unbrauchbare Mini. Was machen die Mini Cooper da mit mir? Die sind ja schon fast gefährlicher als die normalen Coopers. Ich weiß schon, wie dieser Part heißt. Let's go. Ja, Mario, let's go. Let's go. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Verpiss dich, Gumba. Ich kann dich nicht gebrauchen. Perfekt getroffen. Ja. Das ist ist gut. Ich bin falsch und ein Game Over auch noch. Okay. Dieses Spiel. Warum schafft ihr das alle und ich ab? Was schaffe ich jetzt? Ich schaffe das blöde Level jetzt. Und wenn ich dann sterbe, dann ist dieser Part vorbei. Und das Let's Play beendet? Nein, es ist natürlich nicht. Aber ich muss mich dann abregen. Oh, Mario will nicht mit mir spielen, der mag mich nicht. Guck, er will einfach nicht. Da kann ich auch nichts machen, wenn er nicht mit mir spielen will. Jetzt nicht falsch verstehen. Blub. Du musst doch eigentlich nur die Bitte sein, oder? Oder? Na komm, Kugel. Malz mich platt. Dein Ernst? So. Reiner Mario. Dankeschön. So, eins. Ich fürchte, beim Baum ist noch eins. Ich lebe noch. Noch. Ich mach meine Minuten noch voll. Mal schauen. Vielleicht kriege ich auch noch ein Game Over hin. Ja, ich freue mich mehr auf Spyro 3. Wenn ich das jetzt bäh. Weil das kann ich wenigstens. So. Ups. Ich befürchte, da oben beim Baum ist was. Warum habe ich das Gefühl, dass beim Baum was ist? Und ich kolossal da dran vorbei, ich schlittere. Was kann man schaffen, wenn diese Teile da nicht werden. Oder ist noch eins?
cool. Da ist doch nichts. Okay. Ich lebe sogar noch. Moment. Ist hier oben was? Ist hier oben was? Ja, klar. Und ich muss pupsen. Das hat mich keinen von euch interessiert, aber ich muss pupsen. Warum befürchte ich, dass da was ist? Oder zumindest nichts ist. Weil einfach ich zu blöde bin. Und noch eins. Yay. Und da oben? Was ist da oben? Oben muss doch was sein, oder? Nee, hier oben, sondern... Hallo, ich mache dir die Kanone auf. Die zu klein ist, die du nicht... Was war das? Ich konnte wahrscheinlich schon laufen, deswegen hat mich der auch am Arsch versenkt. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Dieser scheiß Rätsel. Und man weiß ich jetzt, dass ich nicht groß werden muss. Und dass es einige Abkürzungen gibt. Okay. So. Wollen wir doch mal sehen. Das muss ja irgendwie schaffbar sein, nicht? So, einmal. Das wäre hier eins. Dann wäre da eins. Ups. Hier oben, also da oben. Und wir rutschen wieder runter, aber das sollte uns überhaupt nicht stören. Ist hier eins. Jetzt denke ich mal hier eins. Ja, richtig. Dann war oben eins und bei der Röhre ist eins. Okay, da habe ich alle. Und das war ein Fail. Der Helikopter ist wieder gelandet. So. Ich will das Let's Play auch langsam fertig kriegen. Danach wartet so ein schönes Spiel auf mich, das so schön entspannt ist. Und stattdessen plage ich mich hier nochmal rum. Aber könnt ihr verkraften, hoffentlich. Ihr habt ja anscheinend euren Spaß. Ich merke das wohl, dass ihr dieses Let's Play eigentlich gar nicht so schlecht findet, obwohl ich sehr kolossal faile. Vielleicht gerade, weil ich so kolossal faile, mögt ihr es. Und das war schon wieder einer dieser kolossalen Fails. Ich sag gerade sehr auf kolossale Fails, aber es stimmt. Ja, immerhin habe ich alle ETBT-Geheimnisse gefunden und kann sie im nächsten Part sofort einsammeln, wenn ich sie jetzt nicht beim letzten Versuch schaffe. Auf jeden Fall machen wir es im nächsten Part garantiert. Ich glaube nicht, dass ich dafür 15 Minuten brauchen werde, obwohl bei mir kann man alles sagen. Genau wie ich gerade von einer Eisenkugel massiert werde. So, Nummer 1. Nummer 1 ist ein. Und wir rennen. Ja, cool. Ist cool. Ja, alles gut. Alles gut. So. Den treffe ich nicht. So, Nummer 2. So. So. Das könnte ich sogar mal schaffen, wenn diese verdammte Flamme da nicht wäre. So, so richten und
Na gut. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play. Game over. Mario 64. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.